Jena nutzte seine Chancen nicht. Am Ende gelang Eilenburg der Ausgleich. Am vergangenen Dienstag im Nachholspiel gab es den späten Dämpfer für den FCC. Elias Löder traf früh zur Führung, ist jetzt mit 14 Toren nicht nur Jenas bester Knipser, sondern auch gleichauf mit Rufat Dadaschow und Tim Heike an der Spitze der Regionalliga Nordost. Für Henning Bürger darf es heute gegen Hertha 2 gerne ein Heimsieg sein. Der letzte liegt schon 3 Monate zurück. Und der Start war vielversprechend. Langer Ball in die Spitze. Quasi Groch leicht unsicher. Und dann ist der Ball zwar drin, aber die Fahne von Schiri-Assistent Tim Haubenschild ist auch oben. Das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits. Und man kann bei diesem langen Ball von Bastian Striezel erahnen, dass Cemal Sezer da zu weit vorne stand. Entscheidung wohl korrekt. Jena auch weiterhin spielbestimmend. Ecke Petermann, 29. Minute. Und plötzlich liegt der Ball im Tor. Die Führung für den FC Carl Zeiss Jena. Es war ein Eigentor von Herthas Tim Hoffmann. Unglücklich für den 19-Jährigen. Der bekommt den Ball beim Sprung nach oben an die Hüfte. Sein Keeper Robert Quasigroch, der kann da nichts mehr machen. Jena führt 1:0. Hertha-Trainer Stefan Schmidt sah, dass seine Mannschaft auswärts nun zum 4. Mal in Folge einem Rückstand hinterher lief. Am vergangenen Dienstag gab es eine 0:3-Niederlage in Cottbus. Hier kann Hertha erstmal den Schuss von Elias Löder klären. Und dann geht Jindawi und hat ganz viel Platz vor sich. Immer noch Nader Jindawi setzt sich durch gegen Schau. Der kann zwar den Schuss blocken, aber der Ball bei Christensen. Und im zweiten Anlauf heißt es 1:1 der Ausgleich für Hertha. Kurz vor der Pause. Starker Lauf von Jindawi, der dann nur den Ball nicht aufs Tor bekommt, aber Christensen hat dann das Glück. Jena verteidigt nicht konsequent genug. Es ist der 6. Saisontreffer für Gustav Christensen. Und dieses 1:1 bedeutete den Pausenstand. Man sagt ja gerne, so ein Tor kurz vor der Pause zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Aber die Jena-Fans sahen ihr Team spielfreudig aus der Kabine kommen. 51. Minute. Die Gastgeber direkt auf dem Weg zum Tor. Cemal Sezer. Abschluss aus Spitzenwinkel. Quasi Groch ist da. Letzte Woche in Luckenwalde hat er sein erstes Tor im Dress des FC Carl Zeiss erzielt. Eine Stunde ist dann gespielt und es ging weiter in eine Richtung. Und zwar in Richtung Gästetor. Joel Richter mit der nächsten guten Möglichkeit. Aber Tim Hoffmann mit ganz starker Grätsche räumt da nach seinem unglücklichen Eigentor hinten auf. 62. Minute, Einwurfsmüller, der heute zum zweiten Mal von Beginn an ran durfte. Flanke Petermann auf Richter und jetzt passt der Ball. Für Joel Richter, 2:1 für den FC Carl Zeiss. Joel Richter mit seinem 3. Saisontor schießt sich vielleicht schon mal warm für das Derby gegen Rot-Weiß Erfurt in 2 Wochen. Im Hinspiel hat er da ja das Tor für Jena gemacht beim 1:1. Zum zweiten Mal hieß es also Rückstand für die Hertha Bubis. Und sie hatten noch mal eine Druckphase, wollten den 2. Ausgleich in dieser Party. Ball bei Jindawi. 68. Minute. Guter Abschluss von ihm, aber knapp am Toreck vorbei. Nur 2 Minuten später. Wieder die Hertha. Der Ball kommt dieses Mal zu Toni Rölke. Und auch da fehlt nicht viel. Rölke in den letzten 2 Spielen nicht dabei gewesen, heute wieder und steht auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. 73. Minute, Rölke hier mit der Hand am Ball. Und das ist natürlich eine klare gelbe Karte, die sieht er auch von Schiri Lars Albert. Aber Toni Rölke, er hatte schon gelb gesehen und zwar gerade mal 2 Minuten vorher. Das ist keine clevere Aktion gewesen von Toni Rölke. Muss damit völlig zurecht vom Platz. Die erste gelbe Karte gab es für diesen Schubser gegen Pascal Verkamp. Auch das darf er sich nicht erlauben. Hertha also in der Schlussphase mit einem Mann weniger. Und
Jena drückte jetzt auf die Entscheidung. Löder setzt nochmal nach. Paul Krämer mit dem Ball. Der Abschluss landet an der Hand von Herthas Elias Strassner. Ja, und da helfen auch alle Proteste nichts, denn das ist ein Paradebeispiel für einen Handelfmeter. Der Arm ganz weit draußen. Völlig richtige Entscheidung. Cemal Seca mit dem Versuch gegen Kwasi Kroch. Seca mit dem 3:1. Jena macht alles klar. Für Cemal Seca ist es das zweite Tor im Dress des FC Carl Zeiss. 6 hat er ja insgesamt für Altglienicke in der Hinrunde bereits 4-mal eingenetzt. Und kurz darauf war dann auch Schluss. Der FC Carl Zeiss Jena gewinnt seit dem 2. Dezember mal wieder ein Heimspiel. Hertha BSC dagegen bleibt auch im 6. Spiel in Serie ohne Sieg. Ja, wir haben momentan so insgesamt nicht so die Leichtigkeit, was normal ist. Es ist eine junge Mannschaft, die ist ein bisschen angefasst, so, aber entscheidend ist doch, dass sie jetzt einmal so das auch als Prüfung annimmt, dass sie einfach auch sich ein positives Erfolgserlebnis einmal so wieder erarbeiten muss. Es war trotzdem ein schweres Spiel, weil die Jungs sind aus Berlin, die können kicken, die können, sind schnell, sind ja genauso dynamisch, aber für uns war es halt wichtig, dass wir uns gegen diese Qualität, die Berlin hat, dann trotzdem durchsetzen. Ich denke, dass wir über 90 Minuten, also die Spielkontrolle lag klar bei uns, Hertha wirklich komplett ausgeschaltet und wussten, dass sie eine spielerisch gute Mannschaft sind, aber denke ich, haben es sehr, sehr gut gemacht, haben sehr hoch gepresst und einige gute Ballgewinne gehabt. Hätten sie in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal besser ausspielen können oder müssen auch, aber da kommen wir hin. Ich merke, dass da im Training auch, dass wir uns da stetig steigern und ich denke, dass wir uns in der zweiten Halbzeit dann klar belohnt haben. Unterm Strich ein verdienter Heimerfolg für den FC Carl Zeiss Jena und sie machten sich vor der Kurve schon mal heiß. Es war der letzte Heimauftritt vor dem großen Derby gegen Rot-Weiß Erfurt in 2 Wochen.